In etwa 30 Sekunden wird sich der Himmel mit den gefährlichsten Tötungsmaschinen verdunkeln, die das Universum kennt. Ich weiß, dass Sie sich nicht für wichtig oder wertvoll halten, aber im Moment sind Sie und meine Pilotin die wichtigsten Marines, die wir haben. Also, bewegen Sie Ihren Arsch hier weg! Los! Gehen Sie zur Zentrale und helfen Sie, den Angriff abzuwehren. Ja, kein Problem. Okay. Also, im letzten... Also, ich bin es euer Dempsey Muffix. Ich bin ein wenig verwirrt und... Ja, das ist Colonial Marines. Ja, was ist im letzten Part passiert? Ihr erinnert euch das sicher noch an Alien 3, den Anfang. Da ist doch das Schiff abgestürzt, wo Ripley und Newt und Hicks und Bishop da waren. Tja, und was ist jetzt? Natürlich, was denkt ihr denn? Hicks hat überlebt, denn Hicks ist ja gottgleich und ist ja nicht so, als hätten wir gesehen, dass er gestorben ist. Naja, Leute, Hicks hat überlebt und er ist hier irgendwo und wir müssen jetzt einen Angriff von den Xenomorphs abwehren. Okay, dann ist es doch noch nicht vorbei, so wie ich es im letzten Part schon gesagt habe. Dann kann es ja noch eine Weile dauern. Okay, das finde ich natürlich schön. Gerade habe ich hier irgendwie coole Waffen-Upgrades und die will ich jetzt benutzen. Das kommt da auch schon wieder. Nee, Stinker. Stinker. Hä? Sind doch gar nicht hinter uns. Sind über uns. Ist das besser? Nee. Okay, sie sind hinter uns. Naja, zumindest wollen wir jetzt erstmal hier irgendwie lebend noch wegkommen. Und es gibt noch ein ÖLG-Schiff, haben wir gehört. Und da wollen wir natürlich hin. Ja, ballert. Bewegung! Ich will, dass jeder Zentimeter vor Angriffen aus jeder Richtung geschützt wird. Winter, stellen Sie Geschütze auf den Wegen auf. Ja, wenn du mir sagst, wo die Geschütze sind. Achso, das ist ein Geschütz, okay. Wo soll ich das jetzt hinstellen? Winter, bleib dran! Hier kommt nichts durch! Ich brauche noch etwa 20 Sekunden für die Tür. Weiterschießen! Ja. Lass mich das doch mal ausstellen. Ja, super, wie soll ich das ausstellen? Schieß! Drecksding. Ey, was ist denn das für ein Müll? Der sagt, nimm das MG, stell es auf den Wagen. Ja, ich stelle es hin, bum, 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 tot. Ey, was geht mit diesem Spiel manchmal ab? Naja, okay, dann... Boah. Ich liebe es, wenn es keinen Checkpoint gibt. Ja, kommt einfach. Ist mir wurscht. Ich bin eh schon gefrustet, seitdem ich jetzt herausgefunden habe, dass das Spiel überhaupt keinen Sinn mehr macht. Also kommt. Ich habe mir von dem Spiel echt einiges erwartet, besonders so storytechnisch, weil es halt immer so als ein neues Alien angekündigt worden ist, von der Story her. Und also komm, die Story macht ja überhaupt keinen Sinn mehr. Und so weiter man sie spielt, umso weniger Sinn macht sie. Ich hatte gedacht, dass jetzt irgendwie so ein... Vielleicht jetzt... Ja cool, Medikit fliegt einfach so vom Himmel. Okay, kein Problem. Gott hat mir einen Medikit geschickt. Das finde ich immer ein netter Spiel. Okay, das finde ich schon wieder fast gut. Natürlich nur fast. Ja, und ich habe mir aber echt von der Story viel erwartet. Und die Story macht einfach überhaupt keinen Sinn. Und wird irgendwie immer merkwürdiger, wie gesagt. Also ich habe mir jetzt gedacht, dass in dem Ding da, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Marine ist, der halt auf Hadley's Hope stationiert ist und irgendwie weiß, was hier abgegangen ist. Aber nee. Jeder Zentimeter vor Angriffen aus jeder Richtung geschützt wird. Winter, stellen Sie Geschütze auf den Wegen auf. Ja, bin doch schon dabei. Vielleicht klappt es auch dieses Mal. Das wäre echt nicht schlecht. So, hinstellen. Boom. Töten. Ey, 2 Sekunden Winter, Zeit. Bleib dran! Hier kommt nichts durch! Ich brauche noch etwa 20 Sekunden. Das Geschütz schießt nicht! Das Geschütz schießt nicht! Scheiß Geschütz! Oh, okay, auf den ersten Alien hat es schon mal nicht geschossen. Das finde ich schon mal sehr toll. Okay, ich hoffe einfach mal, das kriegt es schon alleine. Ja, klar. Springt da 100 Meter aus. Boah, ach, egal. Die Tür öffnet sich. Okay, ich nehme das MG mit. Das MG ist cool. Mein MG. Möchtest du die Tür zumachen? Dankeschön. Ich nehme das MG echt mit. Das ist Wenn echt Sie cool. Ihr Radar verwenden, schauen Sie drauf. Und geben Sie alle Positionen durch. Gehen Sie zur Zentrale und schauen Sie, ob es Überlebende gibt. Lebst du? Ja, ich glaube, du lebst. Okay. Ich nehme meine MG mit. Ich und meine MG, wir sind die besten Freunde. Die alle anderen können doch eh nichts.
Na, ich will es nicht aufstellen, ich will's. Okay, ich krieg das schon hin. Okay, ich krieg das vielleicht nicht hin. Naja, stellen wir das MG hin. Auf Wiedersehen, MG. Du warst ein Freund, der irgendwas konnte. Damit warst du schon mal 10-mal so gut wie der Rest von unseren Teammitgliedern. Okay, nehmen wir das mit. Nehmen wir Vasquez Pistole mit. Cool, Vasquez. Rangerstiegel, 14, juhu, Länge der Waffe. Ach komm, ich will mein MG mitnehmen, das ist voll cool. Und es hat noch 422 Schuss, aber nee, natürlich nicht. Ach komm, gehen wir weiter. Okay, sehe keinen, sehen wir noch keinen, sehen wir noch keinen. Ah doch, Marines. Ich wette, die sind alle tot. Wenn du ankommst, sterben alle. Was zum Henker war das? Was sag ich? Warum ist meine Taschenlampe die aus? Warum zerduckt sich mein Charakter? So. Komm. Aber das war doch echt gerade schlecht gescriptet. Also wirklich. Ah, was für ein Zufall. Du findest deinen Teamkameraden. Und er ist tot. Wer hätte damit gerechnet? Gut, weiter. wo kommen die ganzen Marines her? Cool. Verbindlichsten Dank. Hallo, wir sind Marines, wir müssen nicht intelligent klingen. Rambo. Ich wünschte, ich hätte meinen MG dabei. Okay, wo kommen die alle her? Dahinter müssen wir. Was haut er gegen die Wand? Ich glaube eigentlich, die anderen sollten mitkommen, aber ich laufe jetzt hier einfach durch. Ich sprinte jetzt einfach hier durch die Levels. Ganz alleine mit meinem Pumpgun. Los jetzt! Okay. Gott, wenn du nicht willst, dann willst du. Wow! Okay, nicht schlecht. Machen wir sie fertig. Ja, dann, wie wäre es einfach mal, indem ihr mal mitkommen würdet? Dann könnten wir zusammenarbeiten. Ach, egal. Also was, bringt ja eh nichts. Okay. Okay. Oh, ich stehe im Feuer, ich bin auch blöd. Wir leben viel zu viel. Nächster Marine ist tot. Was für eine Überraschung mal wieder. Okay, ich höre Aliens. Ich höre jemanden gegen die Wand hauen. Hä? Ich war doch hier gerade. Ja, der ist tot. Achso, wir können ihn retten. Ach, ist ja cool. Du bist noch nicht tot. Aufgestanden. Das kann ich mit meinen heilenden Händen schon richten. Mit meinen heilenden Händen. Warum ducke ich mich immer? Okay, Mayo lebt. Schön für die Mayonnaise. Danke für die Hilfe. War ich doch gerade. Achso, hä? War ich hier nicht gerade? Die sehen sauer aus. Wie zur Hölle komme ich da hin? Oh, diese kryptischen Weganweisungen immer. Okay, da, dann da. Achso, aufschneiden. Ah, klar. Du Bastard! Alles wird gut, nicht aufregen, muss nicht wieder so rumplärren. Keiner tut hier was, ich bin dein Freund oder auch nicht, eher nicht. Mehr. Also die Viecher. Das war knapp. Oh, ich hasse die Viecher. Ich sehe jetzt, ich weiß nicht, seit wie vielen Minuten. Machen wir sie fertig! Da ein Alien markiert und der kommt nie auf mich zu. Ich werde jetzt kommt er. Ich finde es aber auch lustig, dass keiner von den Marines mitkommt. Einfach durchrushen. Einfach durchrushen. Check an, die ganze Zeit ist mir ein Alien da, ist da markiert und der niemals kommt der. Naja, okay. Wir haben es geschafft, kein Problem. Alle Marines gerettet, alle sind glücklich. Wo ist mein MG? Hey, jetzt habe ich das sogar hier stehen lassen. Cool. Und alle Marines sind hergeploppt. In Ordnung. Gehen Sie zum Fuhrpark. Das wird unsere neue Zentrale. Und lassen Sie Wände und Decken nicht aus den Augen. Gehen Sie zum Fuhrpark und lassen Sie Widerstand. Open the door, da mache ich das gerne. Soll ich gleich mein MG hier hinstellen? Nee. Ich nehme das jetzt echt mit. Das ist voll cool.
Es ist eindeutig sympathischer als alle Teamkameraden zusammen. Es hat auch mehr Charakter als alle Teamkameraden zusammen. Ich mag meine Teamkameraden nicht. Ich glaube, das merkt man. Richten Sie eine Verteidigungslinie, okay? Schießt es jetzt auf uns? Nee. Ja, ich frage mich nur gerade, wo die herkommt. Ich schätze mal daher. Okay, das können wir auch mitnehmen. Da tut sich was auf meinem Radar! Mach dich bereit! Warte. So. Also überprüf die Fenster! Die Fenster! Sie kommen durch die Fenster! Ja, klar. Achtet auf die Treppe! Okay, dann stelle ich mich einfach so hin. Wenn jetzt irgendeins auf mich drauf kommt, heißt es einfach, dass sie... Die Versiegelung hält nicht stand! Genau da. Sie brechen durch die Türen! Ah, oh, scheiße. Augen nach oben, Leute! Sie kommen durch die Lüftungen an der Decke! Ja, komm, hüpft alle auf mich zu. Kein Problem. Ich habe meine Geschütze. Die schießen dann auf euch. Pumpgun, sei Dank. Kurz mitnehmen. Einfach ignorieren, dass ein Alien 2 mm hinter mir war. Überprüft Wände und Lüftungen! Ich überprüfe alles, aber das ist gar nicht so leicht, wenn das jeder... Schild, Sie stürmen meine Position! Lüftung, irgendwas kommt. Okay, komm. Ich stelle mich jetzt hier genau hinter meinem MG. Jetzt kann man spielen. So. Das eine schießt jetzt auf alles, was da kommt, und das schießt auf an allem, was da kommt. Das heißt, wenn hier steht, theoretisch dürfen nämlich nie kriegen. Hau wir jetzt einfach mal. Was ist da hinten? Überprüft die Stege! Cool, das im Geballert, das macht gar nichts. Okay, dann stellen wir das mal ein bisschen besser hin. Okay, aber nee, nicht so. Ich würde sagen, doch so. Also mit den Geschützen aufstellen, das gefällt mir. Schild, Sie stürmen meine Position! Welche Position? Stehst du einfach nur rum und kein Alien ist da. Bitte. Ah. Komm, kurz aufstellen, lass mich kurz aufstellen. Dankeschön. War irgendwie blöd, das Alien, das mitzunehmen. Achtet auf die Stege! Ja, ich muss nicht auf Stege beachten. Stege. Ich stell mich hier hin. Es ist aber so cool. Ich stehe einfach hinter meinem. Oh! Was sind das viele? Aber ich stehe einfach hinter meinem geilen MG. Jeder kann kommen, ist mir egal. Das Ding schießt alles ab, was da unten herkommt. Ey, ich hab's gar nicht mal so dumm hingestellt. Ich hätte mich da hinten eigentlich noch einbunkern müssen. Dann wäre es perfekt gewesen. Und ich muss da jetzt kurz mal hinterlaufen. Oh. Eine Munition. Sie stürmen meine Position. Aber schön. Das interessiert mich nur leider nicht. Ich stelle mich nämlich jetzt wieder zurück zu meinen MGs. Meine MGs sind voll cool. Schau ich an. Es ist aber geil. Ich stehe einfach mit meiner Pumpgun. Wenn welche auf mich zukommen, dann ja, kommen sie halt auf mich zu. Und ich habe ich hätte mich eigentlich da hinten einbunkern müssen. Ich habe mir da meine zwei Türme hinstellen müssen. Eines Treppe hin und eines zu dem Ausgang. Und dann mich bei der Munitionskiste verschanzen müssen. Das wäre auch eine Idee gewesen. Aber, naja, so ist es auch nicht schlimm. Also mit den zwei Geschütztürmen ist es echt nicht so schwer. Was das? Ich habe jetzt noch Angst, wenn ich wieder ein Geschützturm mitnehme, dass dann auf einmal die sagen, da kommen noch 100 Millionen Aliens aus der einen Ecke. Ne, das Kampfgewehr kann man nochmal ausrüsten, aber ich glaube, wir haben eh dafür keine Munition mehr. Ein verstellbares Visier, ja, kaufen wir mal. Testen wir es mal, wir haben ja Zeit. Lalalala. Ich find's gerade echt lustig hier. Ja, genau, das ist scheiße. Das gefällt mir jetzt echt nicht so gut. Gut, haben wir es geschafft. Ich hoffe es mal. Gut, Leute, dann würde ich sagen, haben wir diesen Part auch überstanden. Und wir machen mal wieder einen kleinen Cut und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Alien's Colony Marines. Bis dann, Alien's Team Fix. Ciao.